So, ein herzliches Quacken willkommen zu einer weiteren Folge Altes Live. Wir weiterhin als Cops unterwegs, wieder mit dabei der liebe Raced. Hallo. Und ein Random Quad. Das jetzt weg ist. Genau, das wird, achso, wem war das, hast du geguckt? Jesus, nein, nicht Jesus, Hans W. Das vorher war Jesus. Das vorher war Jesus, genau, das hatten wir noch in der letzten Folge. Gegen Ende beschlagnahmen, so, wir wollen wieder Kupfertour abwarten, gucken, ob hier mit alles mit rechten Dingen zugeht oder ob irgendwelche Rebellen meinen, den armen, hart arbeitenden Leuten auflauern zu müssen. Aber diesmal und, wirklich Kupfertour. Ja, eben. Letztes Mal kam ja was dazwischen. Fahren wir gerade richtig? Weiß nicht. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Achso, doch, ja, da vorne müssen wir dann rechts, um zur Kupfermine zu kommen. Musst du gerade mal gucken, weil ich halt noch den Händler markiert habe. Hans W. hat bei der Kupferverarbeitung Kavala sofort auf mich geschossen und getötet. Ja, würde ich sagen, fahren wir direkt zur Kupferverarbeitung und dann ignorieren die Mine. Oh. Schau ich direkt mal, ob der auf der Fahndungsliste steht. Der Hans W. War doch der mit dem Quad eben hier. Genau, das war sein Quad. Sirene lassen wir mal aus. Die ist so extrem laut. Ja. Hans W. Autounfall mit Todesfolge und einen Mord. Perfekt. Ja, der Mord war eben gerade Kupferverarbeitung war das, ne? Ja. Ich hoffe, er hat jetzt auch die Verarbeitung gemeint, weil er in Kavala gesagt hat, und Kavala ist jetzt nicht mehr so ganz bei der Kupferverarbeitung. So, wie hieß der gute Kerl denn? Karschik? Wird den gleich mal zurückschreiben. Was ist hier los? Frage. Aber ich würde sagen, wir fahren trotzdem erstmal zur Kupferverarbeitung weiter. Ja, dort gab es ja einen Mord. Mord ist halt natürlich wichtiger. Richtig. Hier ist noch einer rechts Born abgebogen, der hat ein bisschen Angst vor uns. Ich wollte gerade sagen, gerade ein Auto ins Feld gefahren. Nicht, dass das jetzt unser Hans W. ist. Dem fahren wir und einfach mal hinterher. Und der Blaulicht gesehen hat. Der schrottet, so wie er gerade fährt, sowieso gleich. Das ist Auto. Hans W., fahr ihm hinterher, fahr ihm hinterher. Mach die Sirene an, mach die Sirene an. Auch wenn es ein bisschen nervig ist. Die ist leider etwas laut, aber. So, hier ist er. Wir fahren ja natürlich nicht ganz so schnell wie so ein SUV. Ne, da haben wir leider wahrscheinlich keine Chance. Aber wir verfolgen ihn einfach weiter. So gut es geht zumindest. Vielleicht baut er einen Unfall. Wieder hier rumrast. Oder wir bauen einen Unfall. Klaus, like a boss. warte, ich sag mal kurz im Gruppenchannel. Hans W. steht wegen Mord auf der Fahndungsliste. Wir verfolgen ihn. Er fährt jetzt Richtung Kavala. Bräuchten einmal irgendwie eine Straßensperre oder sowas, jemand das denn abfängt. In welche Richtung fahren wir Kavala? Nach oben, nach unten oder rechts raus? Sag vom Kupferhändler. Er kommt vom Kupferhändler. Wir dürfen ja keine Straßensperre errichten mit einem Fahrer. Ja, aber auf jeden Fall, wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Okay, der fährt jetzt ins Feld rein. Der ist rechts hoch, Ich seh's. Ja gut, der fährt nicht nach Kavala, wir sind weiter hinten dran. Ruhe. Reifen kaputt. Was? Bei so einer kleinen Welle Reifen kaputt? Oben auf dem Berg steht auch jemand. Mach die Sirene aus. Hab ich schon. So. Einmal reparieren. Repariere du kurz, ich guck mal, ob der hier irgendwo steht. Ja, auf dem Berg rechts war einer auf der Spitze gestanden. Ah, das ist ja ein bisschen doof hier, bei so einer kleinen Welle direkt Reifen geplatzt. Ah. Ja. Wäre ich jetzt irgendwo gegengefahren, hätte ich ja gesagt, okay, aber so ist das ein bisschen schade. Ich sehe jetzt hier niemanden. Ja, wir fahren trotzdem weiter, der ist hier irgendwo. Oh Mann. Von mir war ein Spieler gewesen, also hundertprozentig. Hast du repariert? Ja. Okay, los. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen aufpassen, wo er lang gefahren ist. Ich habe nämlich so die Befürchtung, dass hier in dem Haus eventuell jemand drin sein könnte. Oder, ja, weiß nicht. Wenn der hier so durchgerast ist, hat er eventuell auch sein Auto geschrottet. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Mach mal kurz das Blaulicht nochmal aus. Ist hier schon Kavala?
Wir sind in Al-Dushuri, oder wie das heißt. Das ist eine kleine Stadt über Kabbalah. Vor Ort, genau. Jetzt die Frage. Wo ist der Kollege hin? Das weiß ich nicht. Wir hatten leider natürlich mit dem SUV hier also keine Chance, dem bei dem mitzuhalten. Nein, leider nicht. Viel zu schnell. Und auch deutlich wendiger als wir. Ja. Wisst ihr, wo die hin sind? Also der ist Richtung Al-Dushuri gefahren und dort ist unser Auto dann leider zu Brüchen gegangen, beziehungsweise am Reifen geplatzt bei so einer Bodenwelle. Aber er fährt auch ein SUV, also einen orangenen. Wir fahren jetzt einfach mal nach oben an küstenmäßig entlang und ja, sagen Bescheid, wenn wir was euch. Ja, hab schon gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt hier einfach weiter nach oben gefahren ist und hoffe, dass wir dann nicht so weit hinterherfahren. Oder ob er sich hier irgendwo reingestellt hat. Ja, wir können ja einfach mal hier langfahren und dann, wenn wir nicht sehen, einfach weiter die Kupfertour fahren dann. Bei dem jetzt, er hat gerade ein Auto aufgeschlossen. Ah, das sind hinter uns. Das waren die Kollegen hinter uns, ja. Ja. Weil dem jetzt hier auf Verdacht irgendwo hinterherfahren, weiß ich nicht. Ja, ich fahr jetzt von hier so einmal ums Fabrikgelände. Wenn hier keiner ist, dann haben wir leider verloren. Oh, ob wir da durchpassen? Ne, passen wir nicht. Nein. Ah, das ist ja nicht tragisch. Müssen wir ja auch gar nicht. Ja, das ist echt schade. Aber er war halt auch schon ziemlich auf Touren, also in Fahrt. Und wir sind erst gestartet, haben sowieso eine weitaus schlechtere Beschleunigung. Oh ja. Das war leider zum Scheitern verurteilt, diese Verfolgungsjagd. Schade. Ja, es liegt auch da an unserem Rang. Da wir jetzt angefangen haben, sind wir halt noch Ordnungshüter? Ordnungsbeamte? Wir sind Politessen. Ja, genau. Wir haben... Ordnungsbeamte. Notizblock und keine Rechte. Und wir dürfen nicht mit dem Geländewagen rumfahren und der ist halt leider nicht so schnell und nicht für Verfolgungsjagden ausgelegt. Ja. Hab gerade gedacht, da hätte ich was gesehen, aber. Wir haben leider nur einen Taser und einen Knöllchenblock. Genau. Und ein langsames Auto. Ja, es ist auch nicht mein Lieblingsauto, der SUV. Nee, der SUV schon. Der SUV, Geländewagen. Der Geländewagen, meinte ich doch. Entschuldigung. Der Geländewagen. Wo könnte er denn hin sein? Deswegen hoffe ich, dass wir so schnell wie es geht befördert werden, dass wir auch irgendwann mal ein gescheites Auto fahren können. Ich fahre jetzt einfach nochmal hier neben rein, hoffen wir, dass hier irgendwo was ist. Hab ich hier gerade ein Auto? Nee, das ist nur ein Imbissbude. Dann sieht man so also orange schimmern und denkt dann, oh, vielleicht haben wir ja Glück, aber... Ja. Das wäre natürlich ein Highlight, ne? Wenn wir den jetzt kriegen. Wenn der jetzt hier irgendwo dazwischen steht, aber ich glaube ehrlich gesagt kaum. Würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal nach Kavala und gucken mal, ob dort noch irgendwas zu klären ist oder... Ob vielleicht dort jemand gesichtet hat. Und da wird schon wieder Nacht oder was? Oder spinnt es bei mir nur rum? Das spinnt bei dir rum. Wir haben 5.19 Uhr am Morgen. Ja, ich seh's. Bei mir wird's gerade aber ein Ticken dunkler. Und wir gucken hier so zwischen den ganzen Häusern rum. Das ist doch Käse. Ah, Käse ist doch das hier. Jetzt wird's bei mir gerade auch im Schlag dunkel. Fahren wir einfach mal weiter, vielleicht ist er hier beim Drogendealer in Kavala. Oh, hier war ein Spieler. Wo? Oh, links, aber, rechts? Ne, das war ein ganz normaler Zivilist, ohne irgendwelche Sachen. Der kam von links. Ah, ich war links, auch ein bisschen schnell gerade. Also sofern ihr ihn nicht mehr gefunden habt, haben wir den leider verloren. Müssen wir mal gucken, weil der steht wie gesagt auf wegen Mord und
einmal Autounfall mit Todesfolge auf der Fahndungsliste. Ja, ging wir schon. Gibt ja noch genug andere, die wir jetzt jagen können. Ja, stimmt. hattest du Papa Bär und den Lost runtergenommen von der Fahndungsliste? Den Lost? Von dem waren die Rede? Weil Papa Bär und Lost stehen schon wieder wegen Drogenhandel. Papa Bär war auf jeden Fall runter, das sieht man auch in der Aufnahme. Papa Bär ist wieder auf der Fahndungsliste wegen Drogenhandel. Hier steht ein herrenloses Auto. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt schon wieder beim Drogenfuzzi waren. Fahndungsliste lügt nicht. Ja, schwierig. Abu Sedia, was auch immer. Gesundheit. Einmal Fahrzeug beschlagnahmen und weiter geht's. Einmal Fahrzeug beschlagnahmen und den Kollegen im Fahrzeug einsperren. Yes, sir. Da kommt, da ist jemand. Noel. Oh. Er sieht uns und rennt wieder weg. Verdächtig, verdächtig. Naja, verdächtig ist es nicht. Weil Noel steht drauf, zweimal Autounfall mit Todesfolge. Da fährt er noch. Hup mal zwei, dreimal. Noel, einmal stehen bleiben, bitte. Noel, hallo. Ah. Er steigt auf sein Quad. Nee. Noel, bitte stehen bleiben. Einmal bitte stehen bleiben kurz. Aerione steht auch drauf. Aerione, bitte stehen bleiben. Einmal steigen bitte aus. Stehen bleiben. Ich kümmere mich um Noel. Ja. Noel, einmal bitte stehen bleiben. Die stehen bei mir auf der Fahndungsliste. Der desinkt gerade, glaube ich. Der läuft immer weiter durch. Aerione. Ja, der steht. Ah, hier stehen sie. Gerade ein bisschen gedesynkt. Und zwar, sie stehen auf der Fahndungsliste. Mute mich kurz, ne? War wegen Autounfall mit Todesfolge, ne? Ich muss gerade nochmal gucken. Ich glaube, es war Autounfall mit Todesfolge. Ich schau gerade nochmal nach. Ah. Die lädt echt so lange. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wann soll das passiert sein? Zweimal sogar, also zwei Autounfälle mit Todesfolge. Ich seh nur. Kommen Sie gerade mal ein bisschen weiter mit nach hier hinten, bitte. Okay. Und was passiert jetzt mit mir? So, können Sie sich irgendwie rechtfertigen, was da passiert ist? Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ich kann mich auch gerade nicht so erinnern. Ich kann mich da nicht okay, dann müsst ihr die einmal festnehmen und erstmal auf Lizenzen und überprüfen und dann müsst ihr ihnen Bußgeld ausstellen. Das schaue ich gleich nach im Bußgeldkatalog, wie viel das wären. Okay. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Der hat einen Führerschein, sonst gar nichts. Wo war es? Polizeiregeln, Bußgeldkatalog. Landfahrzeug, Tempolimit mit Rückstoß führen. Hier mit Todesfolge sind 15.000, Schlagnahmen sind 30.000. Lauf raus, der Triail-Eis. Triail-Eis oder wie der hieß, hat mich absichtlich mit dem Quad überfahren. Triail-Eis, einmal absteigen. Einmal absteigen, wenn sie nicht gleich absteigen, muss ich tasern. Und Aerione hat Bußgeld bezahlt. Oh Mann. Wo ist der Kollege hin? Kann der freundliche Polizist mich vielleicht freilassen? Ja, ich mach sie los. Ich komme auch gleich zu Ihnen nach da hinten. Der Kollege hier, der gerade meinen Kollegen überfahren hat, ist irgendwie verschwunden. Gedesinkt, nehme ich mal an. So jemand müssen wir direkt runtertasern, wenn wir den sehen. Nee, ich weiß auch nicht. Da hilft auch kein Reden, wenn der absichtlich Leute überfährt. So, Sie haben ja Ihr Bußgeld bezahlt. Sie können wieder weiter. Genau. Dankeschön. Und entschuldigen Sie, Noel, dass ich Sie hier kurz hab stehen lassen, aber da wurde gerade mein Kollege überfahren. Das Bußgeld für Autounfall mit Todesfolge, wenn Sie es nicht rechtfertigen können, beläuft sich auf 15.000.
Da das zweimal vorgekommen ist, müsste ich Ihnen jetzt ein Bußgeld von 30.000 auflegen. Sie können es dann annehmen oder verweigern. Wenn Sie es verweigern... Ich habe aber nur 1.000. Sie haben nur 1.000, das heißt, Sie können es komplett nicht bezahlen. Nein, ich habe 1.005, genau. Dabei und haben Sie mehr auf dem Konto? Weil Sie müssen das Geld nicht bar dabei haben. Haben Sie mehr Geld auf dem Konto, dass Sie es bezahlen können, oder langt Ihr gesamtes Geld nicht aus, um das Bußgeld zu bezahlen? Has been kicked, battle eye client not responding. Sprich, der Typ hat Alt F4 gemacht wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich, er hat sein Internet rausgezogen. Jo. Direkt ist, zum auf, ist auf Video, kein Problem. Ja, Freunde hier, alle, die das gerade gesehen haben, der Noel hat zwei Leute mit dem Auto überfahren, ein Bußgeld bekommen und wollte es nicht bezahlen, hat seinen Internetstecker gezogen. Ich bin am Aufnehmen, sprich, das ist auf Video, der Kollege wird gebannt. Einfach ehrlich sein und nicht so eine Scheiße machen. Wenn man Verbrechen begeht, muss man da auch zu stehen, wenn man erwischt wird. Und ja, so einfach ist es. Kann man einem von euch denn noch helfen? Wie bitte? Wissen Sie, wie ich mein Fahrzeug reparieren kann? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Da müssen Sie einmal zum Gemischtwarenladen gehen, sich ein Reparaturkit kaufen und dann können Sie mit der linken Steuerungstaste das Fahrzeug reparieren. Danke. Kein Problem. Sonst ist hier alles geklärt? Oder braucht jemand noch Hilfe? Guck mal, die Fahndungsliste nicht, dass hier wieder jemand steht. Ja klar, schießen Sie los. Die Diamant, die Lizenz für Diamantabbau, wo holt man sich die? Ich habe Diamanten selbst noch gar nicht gefahren. Ich glaube allerdings, das ist wie bei allen anderen Lizenzen, dass man die direkt bei der Verarbeitung bekommt. Destiny, ich glaube, du hast deinen Rucksack da verloren hinter dir. Ah, oder doch nicht. Das heißt, die Lizenz bekommen Sie bei der Verarbeitung? Ach so, okay, danke. Ja, alles klar. Hättest du was gesagt, hättest du dich auch abgeholt. Leute hier nicht stehen lassen. Ja. Ja. Wir fahren dann Ifrit Richtung Kupfermine. Okay, sollen wir kommen? Ifrit. Oder in der Nähe von der Kupfermine, nein. Ich hab dir keine Schindete gegen den. Okay. Ich wollte es gerade sagen, da müssen wir gar nicht hin. Ein Ifrit. Nee. Wollte es euch nur als Info geben, nicht, dass er gleich einen Kavaller reinbricht und da wieder Panik schiebt. Alles. Ja, wir haben hier einen Spieler, der gebannt wird. Ich bin ja gerade am Aufnehmen und der hat sich, als ich dem 30.000 Bußgeld aufgelegt habe, seinen Internetstecker gezogen und wurde, while not responding, vom Server gekickt. Aber ist alles in der Aufnahme. Okay. Das heißt, wir halten uns jetzt hier noch ein bisschen Kavalle auf, wenn die in Kupfer gerade sind, bevor der Hammett gleich hier auftaucht. Welcher Hammett? Von dem der Kollege gerade gesprochen hat. Bei Ifrit. Ifrit, sag ich doch. Mit dem Ifrit können wir uns aber nicht anlegen. Mit unseren Wasserpistolen haben wir da keine Chance. So, dann fahren wir Kupfertour nochmal ab. Zum Händler? Ja. Dann... Steigt er jetzt ein, oder nicht? Bei mir stehst du einfach nur da und es passiert gar nichts mehr. Also entweder ist Server down oder ist gerade mega desync. Ich glaube eher, dass der Server down ist, weil hier alle so komisch. Nee, du bist gerade bei mir eingestiegen. Ich habe das Auto auch abgeschlossen. Aber hier läuft einer direkt vor unserer Karre rum, ohne sich eigentlich zu bewegen. Gerade spinnt alles. Hier liegt auch noch Geld auf dem Boden. Das müssen wir eigentlich noch bereinigen. Hast du gerade gesehen, dass ich geschossen habe? Du sitzt bei mir im Auto. Ja, bei mir nämlich nicht.
Jetzt kommt auch ein neuer. Oh, jetzt hier hat es aber ordentlich Bums gemacht. So, dann steigen wir einmal aus. Hier gab es ein bisschen Stress. Ja, ich schließe ab und du schließt dann auch ab, weil ich kann nicht immer ewig warten, bis du da bist, sonst wird es geklaut. Ich sitze noch gar nicht im Auto. Bei mir sitzt du drin. Sorry, falscher grad, Chat. Bei mir wurde ich gerade überfahren. Jetzt sitze ich im Auto. Und da ist. So, wem ist hier das. Dieses Quad? Fahrzeugschein. Wer ist in-game? Das war der Typ, der dich überfahren hat. Dieser TR. Isle Ice. Einmal absteigen, bitte, Tim. Das Fahrzeug wird gerade beschlagnahmt. Das gehört nicht Ihnen. Lukas, haben Sie mir gerade in den Rucksack geschaut? Ich hoffe für Sie, dass das nicht so war. Guten Tag. Überfall am Kupfervorkommen. Wie bitte? Sie sprechen ziemlich leise. Hallo? Bell Eis, bleiben Sie bitte stehen. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an, weil Sie mich mit Absicht überfahren haben. Ich habe genug Zeugen, die das gesehen haben. Nee, alles gut. Ja, Sie können weiter, ist alles okay. Ich hab den Kerl hier. So, ich werde Sie jetzt kurz mitnehmen. Also ich stehe ja voll auf SM, aber das ist so wie. Könnten Sie bitte aufhören, hier so rumzutrollen? Ganz normal RP. Hörst du den? Sonst sind Sie ja bei der falschen Adresse. Also ich glaube, das war die Idee. Was ist hier gerade passiert? So, können Sie mir jetzt erklären, warum Sie mich mit Absicht überfahren haben? Ich kann Ihnen das nicht erklären. Hallo? Ich weiß nur, dass das Diesing ist. Das war kein Diesing. Hier ist gerade wieder ordentlich was los. Können Sie bitte mal ordentlich reden? Wir sind hier zwei erwachsene Menschen. Ja, er wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß, aber... Sie dürfen mich auch gerne im Schritt halten. Ist ja alles auf Aufnahme, so Troll-Leute. Braucht die Welt nicht, braucht keinen Roleplay-Server, hat nämlich nichts mit Roleplay zu tun, hier hinten sind gerade Schüsse. Aber die Aufnahme ist schon vorbei, wir sind bei 23 Minuten, dann würde ich sagen, machen wir hier ganz schnell einen Cut und kommen schnell wieder zurück, um zu gucken, wer hier am Rumschießen ist. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne wieder einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.